Das Regio TV Plus ist jetzt für euch in Allschwil und wir sind beim Josef Pfaff, Hufschmied, seines Zeichen. Sebi, was haben wir jetzt alles gesehen? Du mal den Ablauf ein bisschen beschreiben. Eben, hol ein Ross von der Boxe. Schauen mal, wie das Ross läuft zuerst, ob irgendetwas Spezielles ist oder so. Diese entfernen. Schauen mal, was das für eine Größe ist. Dann die Hufe ausschneiden, so dass das Ross wieder gerade läuft oder gerade auffußt. Diese heizen. Dann sie dann warm formen. Schauen, ob das auf den Huf passt. Wenn das passt, dann werden diese Stiftchen drin gemacht. Werden noch ein bisschen geschliffen, dass die Kanten weg sind. Und dann werden sie eigentlich wieder aufgenagelt. Und dann hat dann vernietet, sagt man. Das heisst, die Nägel werden umgenommen, dass es keine Verletzungen gibt. Und der ganze Hof wird schön geraspelt. Jetzt, Sebi, du hast vorher gesagt, es gibt ja verschiedene Grössen auch. Woher kommen denn die Hufeisen alle? Tust du die in einer Vorproduktion machen oder kannst du die bestellen? Und die werden dann individuell aufs Ross angepasst? Also die Eisen, das gibt x verschiedene Eisen oder von x verschiedenen Ländern. Also wir haben jetzt den Haufen Eisen. Das zum Beispiel ist ein Western-Ross. Das braucht spezielle Eisen hinten und die kommen von Italien jetzt zum Beispiel. Dann gibt es Isländer-Eisen, die sind auch speziell für ihre Gänge, die Isländer haben. Dann gibt es Alu-Eisen, die sind natürlich speziell leicht. Zum Beispiel für Rennross, Trabo und so weiter. Dann gibt es schwerere Eisen, sind für Freizeitross, die viel draußen sind, die natürlich nicht abriebfest sind. Und die kommen hauptsächlich, sage ich jetzt, also von Belgien, Deutschland, eben Italien, Amerika haben wir einen Haufen Eisen. Ja, das ist jetzt x verschiedene Länder. Wie ist dein täglicher Ablauf? Du tust ja nicht immer hier auf dem Hof die Ross betreuen. Du bist immer unterwegs. Ja, das stimmt. Wir sind eigentlich in der ganzen Schweiz unterwegs. Also wir gehen von Zürich, Bern, Luzern, Basel natürlich und natürlich noch in Elsass. Moslag ist eine ganz grosse Westernanlage mit ungefähr 80 Ross. Und wir fahren dort natürlich mit unserem Bus, fahren wir dort an und dann die Ross beschlossen sind. Ja. Andressa, du bist jetzt hier frisch Lehrling seit dem Sommer. Jetzt würde es mich interessieren, wo du dir das ausgesucht hast. Was ist in deinem Kopf vorgegangen? Was war der Kick, wo du gesagt hast, das ist mein Traumberuf? Also, ich hatte das grosse Glück, im PSZ Binigen, das Pferdesportzentrum, aufzuwachsen, wo meine Eltern immer gross daran arbeiten und uns alle sportlich auch weiterbringen wollen. Wir sind hauptsächlich in der Familie Militärreiter. Und ich bin früher noch da zum Beispiel mit unseren Rossen immer am Hufschmied helfen, alle Woche, immer am Dienstag. Und dann irgendwann habe ich mir überlegt, ja, ob es echt etwas für mich wäre. Und habe dann immer studiert, ja, mit 15 will ich so einen grossen Schritt machen. Und dann habe ich zuerst gedacht, nein, ich arbeite noch daheim. Ich habe daheim geschafft. Und dann, als ich etwas reifer geworden bin, habe ich gesagt, jetzt stürze ich mich in die eigentliche Männerdomäne rein und mache den Beruf. Was ist für dich denn jetzt das Spezielle? Was gefällt dir so besonders? Ich habe gesehen, du stehst an das Ross an, packst es. Und trotzdem spürt man auch viel Liebe, die dabei ist. Also für mich ist das Tolle, eben die Arbeit mit dem Ross. Einfach den ganzen Tag um die Ross herumzuziehen, vor allem das Wissen zu bekommen um die Ross. Es ist ein riesiges Wissen. Also, da kann ich selber sagen, nur als Reiter, da denkt man, man weiss viel über Ross, aber es ist noch viel mehr dahinter. Das auf jeden Fall. Und die Arbeit mit dem Metall, das gefällt mir sehr fest. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Schule haben wir momentan praktischen Unterricht, also UK. Und Metallbau ist da auch ein grosses Thema und es ist auch spannend, dort mal reinzuschauen. Ja. Jetzt haben wir zwei Schweizer Meister hier. Jetzt musst du den Zuschauerinnen und Zuschauern mal ein bisschen erklären, was es mit dem auf sich hat. Also, das eine ist das Ross, das andere bist du. Wie gehört das zusammen? Das ist natürlich klar, als Hufschmied ist natürlich Ross ist eine Passion. Und ich komme jetzt aus dem Westernsport und habe ich auch ab und zu früher noch zwar mehr Zeit zum Reiten. Und das ist natürlich klar, man geht gerne am Turnier, tut sich auch ein bisschen gerne
messen mit anderen. Und es ist eine tolle Atmosphäre. Und ja, so haben wir schon x Turnier gemacht. Und letztes Jahr, dieses Jahr leider nicht, hat es gelangt für den Schweizer Meister. Ja, und ja, es war schön gewesen.